ganze 6 Leute hinter mir. Haben sich entschlossen zu arbeiten. Sich in der Meisterschaft ins Getümmel zu stürzen. Um euch zu vertreten. Diese Schule. Das ist euer Team. Freiburg. Gewinnen ist nicht alles. Aber es ist das Wichtigste. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Meisterschaftsspiel. Sie sind doch nicht der neue Trainer. Haben Sie sich den anders vorgestellt? Jünger. Die wirklich unglaublichste und unwahrscheinlichste Begegnung. Mein Name ist Norman Dale. Ich war 10 Jahre an einem College-Trainer, aber es ist 12 Jahre her, dass ich sowas benutzt habe. Der Basketballsport der Indianer der ewigen Zeiten erlebt hat. Ein Wahnsinnsteam, was Sie da hatten. Kennen Sie das Team? Ich weiß alles über das tollste Spiel, das hier erfunden wurde. Im heutigen Endspiel treffen sich die etwas klein geratenen Spieler der Hickory Huskers. Ihre Schule hat nur 64 Jungs. Raus hier, und zwar sofort. Die schicken mich raus? Erfasst. Du kannst wiederkommen, wenn du es schaffst, deinen Mund zu halten. Sie treten an gegen die Titelverteidiger. Kühne und Faustbenzen. Die rennen euch zwischen den Beinen durch. Ihr müsst sie richtig an die Wand quetschen. Am besten ist es, die werfen von den billigen Plätzen aus. Man spricht bereits von einem Spiel des Jahrhunderts. Ich sehe doch die armen Teufel, die ihr ganzes Leben lang von ihrer großen Zeit zehren. Tausende von Menschen sind gekommen, um bei diesem modernen Aschenputtelmärchen dabei zu sein. Diesmal muss ich es schaffen. Oder ich kann einpacken. Liebe Zuschauer, das Aufgebot der Huskers. Meine Jungs kennen nur Basketball, Farmarbeit und Schule. Basketballhelden behandelt man hier wie Götter. Manche Leute würden töten, um einmal wie ein Gott zu sein, nur für ein paar Augenblicke. Vergesst die Menschenmasse. Die Größe der Halle. Denkt daran, wofür ihr hier seid. Wenn ihr all eure Mühe und Konzentration in das Spiel einbringen könnt und das Beste daraus macht, dann ist es mir egal, was die Anzeigetafel meint. In meinen Augen seid ihr die Gewinner. Gewinnen wir heute für all die Dorfschulen, die es niemals bis hier geschafft haben. Ich liebe euch, Jungs. Team! Gene Hackman. Barbara Hershey. Dennis Hopper. Freiwurf. Gewinnen ist nicht alles, aber es ist das Wichtigste.